Hallo Fans und Freunde der Vienna, wie geht's euch? Ja, mir geht's schon ein bisschen besser, denn wie euch aufgefallen sein wird, ist schon länger kein Vlog mehr online gegangen. Tja, nach dem Simmering-Match hatte ich einen kleinen Unfall, Bänderriss, war einige Zeit bedient, aber heute habe ich es nicht mehr ausgehalten. Heute bin ich hier in Gersthof beim Match um den Aufstieg, um die Meisterschaft. Die Mission muss weitergehen und natürlich auch die Vlogs bei Kammern Vienna müssen weitergehen. Ja, schauen wir mal, was heute so los ist bei den Vienna-Fans. 10 Uhr am Vormittag, ja, Stimmung ist schon mal ganz gut. Und hoffe, dass wir auch ein gutes Match sehen werden und natürlich 3 Punkte, denn es geht um die Meisterschaft und Aufstieg in die Wiener Liga. Also, Kammern Vienna. Ja, liebe Wiener Fans, das war das Gersthof-Match, eine recht gut besuchte Vormittagsmatinee. Das Match selber gewinnt keinen Schönheitspreis, ja, die Kampfmannschaft hat sich recht schwer getan, aber 2:0 gewonnen, 3 Punkte mitgenommen und mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, denn jetzt schön langsam können wir vom Aufstieg in die Wiener Stadtliga, ja, da können wir uns hoffentlich schon beim letzten Heimmatch vielleicht sogar schon Ende Mai über eine Meisterfeier freuen. Vor allem ist es ja dieses Jahr ein wichtiges Jahr für unsere Vienna. Es geht ja nicht nur darum, dass die Vienna 125 Jahre alt wird, sondern das heißt ja auch 125 Jahre Fußball in Österreich. Das finde ich, ist eine ordentliche Feier, eine ordentliche Zelebrierung wert. Nur leider Gottes, ja, hören wir nicht allzu viel vom Verein, was die geplant haben, was so geplant ist rund um den 22. August. Also ich würde da ein ordentliches Sause starten, beziehungsweise auch vielleicht die Fans fragen, was sie so Ideen hätten und sich gestalterisch wünschen würden, was wir alles so machen könnten. Also ich hätte da einige Ideen, Kleinigkeiten, die aber sicherlich Spaß machen für uns Fans und uns einen wirklich schönen Nachmittag bilden würden. Der Geburtstag selber, der 22. August, ist ja ein Donnerstag. Also da könnte ich mir ein gutes Match vorstellen. Aber am Samstag zum Beispiel danach, da könnte man, glaube ich, sicherlich auch nicht ein Fass öffnen und ja, die Kuh fliegen lassen. Also ich, wie gesagt, ich hätte alleine schon ein paar ganz gute Ideen und ich finde, auch die Wiener Fans sollten sich zusammentun und da zu einem gewissen Gedankenaustausch treffen, beziehungsweise, dass wir uns halt auch was überlegen, wie wir das gestalten können. Ich rede jetzt nicht von ganz großen, spektakulären Dingen, aber so Kleinigkeiten, ein bisschen Musik, ein bisschen Kabarett, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der zur späteren Stunde ein Feuerwerk machen könnte. Also lauter solche Ideen wären im Raum und es glaube, und ich bin davon absolut überzeugt, dass es genug Fans in den Fanblogs gibt, die hier sich einbringen würden, wenn man sie nicht fragen würde oder wenn man sie hier einbinden würde in die Vorbereitung. Denn jetzt sollten wir vorbereiten und nicht erst im Juni dann einen Gedankenaustausch. Vor allem, wenn man mit Vereinen oder Fanclubs etwas machen würde, Fanturnier etc., Choreo und so, das sollte alles jetzt schon organisiert werden. Und zwar nicht nur Plan A, sondern auch einen Plan B, wenn es schlechtes Wetter oder wenn irgendwer ausfällt. Also ich finde, da fehlt es noch ein bisschen an Kommunikation zwischen Verein und den Fans. Es gab ja auch einen sehr schönen Fanabend vom Verein, veranstaltet auf der Hohen Warte in den VIP-Räumen. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Was ist daraus geworden? Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Veranstaltung, ein sehr schöner, aber sicherlich auch emotionaler Gedankenaustausch zwischen Fans und Verein und auch ein bisschen am Zukunftsgedanken, sich da auch ein bisschen zu kommunizieren zwischen Fans und der Vereinsführung. Da fehlt es mir ein bisschen und ich finde, das ist sehr, sehr schade.
Aber natürlich auch schade, dass so wenig Fans da waren bei diesem Fanabend, die vielleicht jetzt nicht Mitglieder oder Abo-Mitglieder sind, sondern einfach nur generell ab und zu sicherlich auch schon seit Jahren zum Verein und zu den Matches der Vienna kommen. Und ich finde, da sollte ein bisschen mehr Brücken geschlagen werden, wenn es auch manchmal schwierig ist. Es ist natürlich klar, Fußball bzw. Vereinsfußball, das ist etwas sehr, sehr Emotionales. Da gehen auch manchmal die Gemüter hoch, aber umso mehr man redet miteinander, umso mehr Unsicherheiten bzw. Missverständnisse werden aus dem Weg geräumt und beseitigt. Und nur gemeinsam können wir die Vienna stark machen und auch gemeinsam hier aufsteigen. Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Aber wichtig ist, und gerade bei so einem traditionellen Verein wie der Vienna, dem ältesten Fußballverein Österreichs, da sollten wir, glaube ich, Zeichen setzen und auch diese Vielfalt zulassen und Meinungsfreiheit etc. Also das ist alles sicherlich kein Thema, aber nur gemeinsam. Das heißt, Fans auf den Verein, Vereinsführung zugehen, aber auch die Vereinsführung sollte mehr auf die Fans zugehen. Was die PR betrifft, da bin ich sehr, sehr froh, da hat sich einiges getan. Gott sei Dank nicht mehr diese Postings auf Facebook. Sehr humoristische Videos, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auch die Leute ein bisschen hinter die Kulissen zu führen, würde mir sehr gut gefallen. Auch die Leute, die beim Verein sind, Spieler, Trainer, Funktionäre, was die so machen, was die so tun, welche Gedanken sie haben, wie sie vielleicht auch zum Verein gekommen sind und so weiter und so fort. Also das würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, das umzusetzen. Aber dem Vienna-Fan würde es das Gefühl der Vienna-Family geben, wie mir zum Beispiel, und auch Leute kennenlernen, die vielleicht im Hintergrund arbeiten und nicht so präsent sind und trotzdem einen sehr, sehr guten Job machen und auch ein Teil dieser Vienna-Family bzw. der Vereinsführung sind, um eben auch den Verein zu stärken und hier auch uns einfach wieder raufzubringen in die höheren Gefilden der RLO oder vielleicht sogar früher oder später der Bundesliga. Wir alle träumen davon. Im Cup läuft es ja zum Beispiel sehr, sehr gut. Das sollte meiner Ansicht nach auch mehr kommuniziert werden, denn das bringt auch der Vienna viel Geld und Publicity, beziehungsweise bringt auch neue Fans ins Stadion und zum Verein. Und ich finde, da fehlt es auch noch ein bisschen, das besser zu kommunizieren. Ich weiß, es fehlt bei der Vienna an Manpower, wie es so schön heißt. Es wird von 3, glaube ich, 4 Leuten hier sozusagen gestemmt und am Aufrechterhalten. Aber wenn man hier ein bisschen mehr delegieren würde, wenn man mehr mit den Fans reden würde, und ich rede jetzt hier auf Augenhöhe reden würde, dass man auch eine gewisse Freundlichkeit vielleicht den Vienna Fans, die sich hier einbringen, ein Goodie gibt, der vielleicht im Verein gar nicht so viel kostet, aber eine nette oder schöne Aufmerksamkeit wäre. Ich glaube, dann würden sich einige Vienna-Fans finden, die hier ehrenamtlich viel, viel, viel für den Verein machen würden und das langfristig auch dem Verein viel bringen würde. Und es wird in Zukunft auch noch mehr Leute brauchen, hier den Betrieb sozusagen aufrechtzuerhalten. Und ich appelliere auch an die Vienna-Fans, sich hier einzubringen, vielleicht auch sich hier zu melden und zu sagen, das kann ich bringen. Hättet ihr Interesse etc.? Ich glaube, das würde in der Allgemeinheit sehr, sehr viel bringen. Also jetzt kristallisiert sich oder zeigt sich der wahre Vienna-Fan, gerade in diesen Gefilden in der 5. Liga, bald hoffentlich 4. Liga etc. Das, glaube ich, wäre ein starker Beweis der Vienna-Fantums. Und da sollte man aufeinander zugehen. Gerade bei so einem Jubiläumsjahr wie dieses Jahr, sich dann nicht sozusagen hinten reinsetzen und dann sagen, ja, wir haben eh was geplant und dann vielleicht klappt es nicht und so weiter. Und dann heißt es dann immer, hättet ihr ja gefragt, hättet ihr einfach ein Rundmail rausgeschrieben etc. Es gäbe genug Leute, die hier Ideen hätten bzw. Möglichkeiten hätten. Das Buch, meine Lieben. Ich werde immer wieder gefragt, was ist mit dem Vienna Fanfotobuch? Es ist in Arbeit. Ich habe jetzt ein Probebuch drucken lassen, war mit dem ersten Probedruck überhaupt nicht zufrieden. Das zweite Probebuch sozusagen, der Andruck, wie es so schön heißt, da waren noch einige Fehler. Ich möchte es einfach perfekt machen, meine Lieben. Das soll wirklich, das soll ein Genuss werden für euch, dass ihr euch noch in Jahren anschaut. Und da möchte ich, dass es wirklich ideal wird. Und es sind so manchmal so Kleinigkeiten. Die Schrift stimmt nicht, der Abstand stimmt nicht. Vielleicht die Farbe der Bilder stimmt nicht hundertprozentig und so weiter. Und ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Es ist einfach für mich wichtig,
dass ihr zufrieden seid und dass wir darauf stolz sind und dass wir uns gut präsentieren. Und ich habe noch einen Probedruck machen lassen, der müsste jetzt noch diese Woche kommen. Und wenn das alles passt, und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt passen wird, dann werden die 100 Stück rausgedruckt. Und ich schätze mal, so Pi mal Daumen, müsste es in der zweiten Maiwoche dann fertig sein. Und ich möchte gerne zum Meisterschaftsende, das heißt Ende Mai, spätestens Anfang Juni, eine Präsentation hier in Wien machen, wo das Buch eben vorgestellt wird, wo auch Fans bzw. Fußballfans und Presse hoffentlich eingeladen wird, sich das Buch anzuschauen. Es ist auf 100 Stück limitiert und das bleibt auch so. Das heißt, es soll etwas Exklusives werden und man kann sich dann auch die Nummern aussuchen. Es ist wirklich durchnummeriert, also von 01 bis rauf auf 100 kann man sich auch seine Lieblingsnummer heraussuchen. Der Preis ist auch schon so halbwegs fix. Ihr dürft auch nicht vergessen, ihr unterstützt mit dem Preis, mit dem Kauf eines Vienna Fan-Fotobooks auch die Damenmannschaft. Ich möchte gerne einen gewissen Betrag an die Damenmannschaft spenden, weil es soll auch dem Verein etwas bringen, also den, in dem Fall dem Nachwuchs, den Damen etwas bringen, weil ich finde, das ist nur fair und wir sollten uns auch gegenseitig unterstützen. Mir geht es auch schon mit dem Knie wesentlich besser. Ihr habt es eh schon gesehen, bei Gersthof war ich ja schon dabei. Uff, das war noch ein bisschen schwierig. Aber auch am Freitag bei Hellas Kagran, da sollten wir unsere Mannschaft voll und ganz unterstützen, hoffentlich auch recht zahlreich und lautstark, denn Hellas ist auch sicherlich kein einfacher Gegner. Wir haben das auch in Gersthof gesehen. Ja, so kleine Mannschaften, die sind dann plötzlich top motiviert, stellen ordentlich zu und dann fällt es eben auch schwer, die 3 Punkte einzufahren. Und die brauchen wir auf jeden Fall, denn es wird nicht einfacher werden. Simmering wird sicherlich nicht aufgeben bis zum Schluss. Es sieht zwar gut aus, aber you never know. Und dann plötzlich wird es wieder eng. Also wir sollten da wirklich dabei sein, unsere Mannschaft, unsere Kampfmannschaft, unseren Verein stark unterstützen, auch am Freitag gegen Hellas Kagran auf der Hohen Warte. Glaube ich, sollten wir uns hier voll und ganz einbringen. Wie gesagt, meine Lieben, schreibt mir eure Meinung unter die Videos in die Kommentare oder auch auf Facebook. Was würdet ihr euch vorstellen bei der 125-Jahr-Feier? Was könntet ihr euch vorstellen, euch einzubringen hier beim Verein bzw. bei den Feiern? Was würdet ihr euch wünschen? Was gefällt euch? Was gefällt euch weniger? Ich möchte auch gerne wieder so ein Frage-Antwort-Video machen, wo ihr Sachen reinschreibt, was euch so durch den Kopf geht, was euch stört oder eben nicht so stört, beziehungsweise ja, ganz einfach eure Emotionen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auch Kritik ist ein wichtiger Teil. Man hat es eben gesehen, dass sich viel ändern muss und dass man eben aus den Fehlern lernt. Fehler ist nicht immer schlecht. Ja, es kann auch sehr, sehr positiv sein. Und wie die Geschäftsführung auch richtig gesagt hat, wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Und das sollte unser Antrieb sein, uns hier auch besser einzubringen und uns auch hier gut zu präsentieren. Nicht nur im Jubiläumsjahr 125 Jahre First Vienna Football Club 1894. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns am Freitag gegen Hellas Kagran auf der Hohen Warte und bis dahin kann man Vienna.